Ich kann aber auch nicht unter diesen Tisch. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Jawohl. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal, um zuzusehen, wie ich mich einscheiße. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben. Wo war das gewesen? Genau, wir haben den guten Doktor gefunden und haben ihn jetzt zur Rede gestellt, warum er das Alien hier bei uns reingelassen hat, dieser Spast. Und, genau. Und warte, ich muss mal kurz gucken, was haben wir denn als nächsten Auftrag? Kehren Sie zu Dr. Coleman zurück. Das habe ich ja gemacht. Hä? Aber, hä? Danach hatte ich ja gerade abgespeichert. Ist der abgehauen und... Nein, ist das scheiß Alien immer noch hier? Kannst du mir nicht sagen, das ist nicht hier, oder? Nee, das ist nicht hier. Was haben wir denn hier? Hä? Wartet jetzt mal kurz, bin ich gerade durcheinander. Beim letzten Mal haben wir doch noch mit denen gesprochen und haben dann abgespeichert. Hier helfen Sie, Dr. Coleman. Coleman behauptet, er wisse, wie man nach unten zur, was ist so klein geschrieben? Arzneiausgabe gelangt, brauche dazu aber Ihre Hilfe. Ja, kehren Sie zu Dr. Coleman zurück. Okay, habe ich eigentlich alles gemacht? Kann auch sein, dass wir einfach weitergehen müssen jetzt erstmal wieder. Und dass er hier draußen auf mich wartet. Ah, da ist er doch. Ah. Sorry, Leute. Ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Mach das. Der stirbt jetzt. Guck mal da oben. Nee, ich dachte jetzt. Jetzt guckt er nochmal. Oh, shit. Ich hab's gewusst. Okay. Nehmen Sie den Aufzug zur unteren Krankenstation. Okay. Wo ist denn der? Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Okay, los, los, los. What the fuck? Mann, mach! Geh zu! Willst du mich verarschen? Ja, wer rechnet denn damit? Nein, ich muss da ganz schnell machen. Ey, ich schwimme. Ich drück immer so meine Zehen zusammen, wenn das passiert. Und. Ah. Wartet mal. Mann, na, diese Tür. Geh auf, komm. So. Ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Jawohl. Warten wir kurz. Weil noch ist die Tür nicht offen. Jetzt guckt er nochmal so. So der Abschiedsblick ist das. Okay. Los, 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 los! Oh! Huh! Kribbelt's gerade den ganzen Körper. Okay, das haben wir geschafft. Noch eine Errungenschaft bekommen. Schade, der Dr. Coleman ist weg. Den hätten wir gebrauchen können. Aber uns soll das nicht aufhalten, meine Freunde. Erstmal tun wir abspeichern hier. Scheiße, das Ding folgt uns doch jetzt schon wieder. Ach, was hat das denn für Probleme? Wir haben dem eigentlich, also eigentlich haben wir dem ja gar nichts getan. Boah, alles voller Leichen hier unten. Zeig nochmal her, Mann. Was müssen wir dann machen? Finden Sie ein Medikit? Ich habe doch ein Medikit. Oder habe ich keins? Warte, wir tun uns mal eins basteln schnell. Ah, können wir nicht. Toll. Das ist jetzt aber nicht hier, oder? Ich weiß halt nicht. Am Anfang, ein paar Parts vorher, war das Alien ja halt da, ab ein paar Bereichen. Und dann halt nicht mehr. Ich soll Strom wiederherstellen. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, dass mir das Vieh allgemein die ganze Zeit folgt jetzt. Mann, Inventar ist voll. Okay, warte, ich bastel.
fix da oben rum. Ich will gerne ein paar Sachen basteln, aber nicht Medikit. Ah, ne, warte, wir haben ja noch was anderes. Ja, easy, machen wir halt hier so ein Geräusch machen. Oh, die sind easy zum Ablenken. Nee, scheiße, geht auch nicht. Was haben wir denn noch? Eine Blendgranate. Ja, komm, hier bauen wir mal ein paar. Komm, wir bauen noch eine, da haben wir Platz im Inventar. Ich kann die dann auch mal ausprobieren bei dem Alien. Eine Rohrbombe. Ja, easy. Oh, nee, geht gar nicht. Easy, okay, okay, okay. Ah, das sind diese Baupläne, die ich eingesammelt habe. Interessant. Flammenwerfer ist nicht dabei, leider. Schade. Okay, ein Geräusch machen. Ah, nee. Wir sehen ja auch gerade hier rechts unten, dass uns noch Teile fehlen. Dann können wir noch eine Blendgranate bauen. Hilft eine Blendgranate was gegen einen Alien? Wisst ihr das? Müsste ich mal ausprobieren. Reicht noch nicht für ein Medikit, ne? Ne, wir brauchen noch. Wir brauchen noch. Okay, wir brauchen wieder Strom. Das ist irgendwo da oben. Scheiße, ich hoffe, das Vieh kommt nicht, wenn wir hier zu lang brauchen. Ah, nee, die Leichen können wir auch nicht untersuchen. Ich dachte zuerst, wir können vielleicht die Leichen auf einem Medikit untersuchen. Und hier kommen wir nicht rein, gell? Nee, verschlossen. Hä? Wartet, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was sollen wir denn hier machen? Wir brauchen ein Medikit. Hier kommen wir hier rein? Ja, guck mal hier. Ein Elektrostab. Den kenne ich auch noch aus dem Film. Und das Ding ist gut? Kann man das gebrauchen? Seht ihr, da wäre ein Livestream jetzt geil. Könntet ihr mir sagen, jo, kann man gebrauchen oder nee? Schiebt ihr das Ding lieber in den Arsch. Okay, wir können den Strom auf jeden Fall hier wieder herstellen. Aber ich will mich noch kurz umsehen hier im Raum. Was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Schrott. Okay, was haben wir? Nee, da kann ich mich verstecken. Reicht das für ein Medikit? Ja, uns fehlt noch irgendein Teil. Okay. Das ist doch fix. Einfach mal ein Raum über uns. Scheiße, wo ist denn das Vieh? Ey, jetzt habe ich langsam richtig Schiss. Okay, wir sollen den Strom wiederherstellen. Kann zurückbleiben. Freigeben? Da ist nichts. Shit. Audio auch nicht. Zubehör. Kühlsystem aktivieren. Warnung. Wasserstoffzylindereinheit U6 nicht gefunden. Egal. Also hat das nicht funktioniert. Umweltkontrolle. Wichtige Marshallunterhalt. Kühlsystem aktivieren. Hab ich. Ich hab so Schiss, dass das jetzt dann irgendwie gleich hinter mir steht. Ah, warte, was ist das denn? Jo, damit können wir den Raum hier kühlen, habe ich das Gefühl. Das ist hier dieses Kühlsystem, was wir aktiviert haben, aber, gesperrt. Ja, super, da fehlt uns so ein Teil. Ah, das lag draußen, oder liegt... Nee. Was soll denn der Mist? Oh Mann, wir müssen doch 100 Pro dann in diese scheiß Leitung rein. Ja, was soll ich denn hier machen? Hat's hier noch so von diesen Kühldingern? Gar nicht mal wirklich, oder? Oder können wir jetzt da was machen? Ich bin gerade ein klein wenig überfordert. Zieh mal hier. Nee, geht noch nicht. Uns fehlt ja hier so ein Teil. Zum Verstecken halten. Das ist auch nicht sowas. Nö, hier ist nichts mehr. Übersehe ich? Oh, übersehe ich irgendwas? Ja, ich glaube, hier, wo ich gerade bin, kommt das nicht hin. Ah, es kann natürlich gut sein, wenn die Räume gekühlt sind, dass wir jetzt da reinkommen. Kann das sein? Ja. Oder entkühlt, was auch immer das... Ich dachte, das
Ich dachte, dieser Hurensohn ist hinter mir. Oh mein Gott. Ey, jetzt ging mir auch richtig die Pumpe. Ja, da werde ich wieder lachen beim Zusammenschneiden. Scheiße. Oh. Wie ist denn der jetzt plötzlich runtergekommen? Der ist die ganze Zeit nicht runtergekommen. Also. Nee, das kommt. Erst muss ich mich an den Computer. Okay. Hab ich mich erschreckt. Boah. Ich renne dem aber auch einfach in die Arme. Was haben wir hier noch? Das Inventar ist immer noch voll. Ah, wir müssen. Oh. Ich muss, glaube ich, trotzdem jetzt das Zeug schnell zusammenbasteln, was ich hier habe. Ja, ja. Komm, wir tun das schnell machen, damit ich wieder Platz im Inventar habe. Na, easy. Mann, habe ich mich erschreckt. Ja, Medikit können wir nicht basteln. Habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was wir hier überhaupt machen sollen. Ist der jetzt gekommen, weil ich einfach zu lange gebraucht habe? Oder, finden Sie ein Medikit? Das ist meine Aufgabe. Aha, ja, für unsere verletzte Kollegin da, ne? Ich glaube, wenn wir zu lang brauchen, kommt der. Keine Chance. Ich kann aber auch nicht unter diesen Tisch. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Geh wieder raus. Wo soll ich denn hier ein Medikit finden? Als ob! Als ob! Geh bitte wieder raus! Oh. Wie? Ist das denn der Raum da hinten drin? Muss ich überhaupt hier rein? Der ist wieder hoch. Was ist das denn? Elektroschocker. Nee, was habe ich denn jetzt eingesammelt? Als ob ich mit dem Elektro... Ist der bei mir hier? Oder ist der oben? Der ist hinten im Raum immer noch. Der hat uns gesehen. Toll. Oh, toll. Nein. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Aber wir müssen da gar nicht rein. Also klar, den Elektroschocker. Warte, ich will, bevor ich jetzt nochmal abspeichere. Hä? Oh, kann es sein, dass ich jetzt an einem vorherigen Punkt gespeichert, geladen habe, aus Versehen? Ich glaube schon, ja. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Ah, nee, ist eigentlich scheißegal. Genau. Ich tue jetzt schnell die ganzen Sachen hier, zusammenbasteln. Das ist hinter uns. Ernst jetzt? Von wo kam das denn jetzt? Aua! Ich glaube, wir hätten nicht so rennen dürfen. Ich bin gerannt. Das war, glaube ich, nicht so schlau.
Also nochmal ganz schnell, wir müssen das Zeug wieder zusammenbasteln. Okay. Mach doch, Mann. Ich habe keinen Bock, dass das Vieh wieder von hinten kommt. Können wir noch irgendwas bauen, um ein bisschen Platz zu schaffen? Elektroschocker, Revolver, Leuchtfackel. Hier noch eine Blendgranate. Von wo kommt der denn? Okay, jetzt haben wir wieder Platz. Machen wir erst das hier, dann machen wir noch das und dann tue ich nochmal speichern. So. Ah, ich drücke auch immer Escape. So, zurück. Okay, jetzt können wir... Was bringt denn das? Oder können wir das Alien damit einfrieren? Ist das unnötig, dass ich das jetzt... Ah, hier kann man gar nicht speichern, sehe ich gerade. Ich hatte im Kopf gehabt, dass man hier irgendwo speichern kann. Ist das... Nee, das ist aber immer noch oben, oder? Ich weiß gerade... Ja, finden Sie ein Medikit? Ja. Soll ich jetzt... Das ist aber noch oben. Ja, das kommt doch jetzt schon wieder, wenn ich jetzt da zu der Tür hingehe. Oh, jetzt kann ich erstmal speichern, okay. Was muss ich denn machen? Ach, nein! Ich brauche ein Medikit. Ja, das habe ich schon verstanden, aber ich habe, wenn ich keine Teile habe, das Ding zusammenzubasteln. Oder muss man hier eins wirklich finden? Kannst du mir doch nicht sagen, dass ich... Oh, jetzt! Tatsächlich! Sag mal her! Jetzt habe ich ein Medikit. Und jetzt? Finden Sie ein Medikit. Na, ganz toll. Also das ist auf jeden Fall nicht die, die ich selber basteln kann. Hier kann ich mich verstecken. Ich werde, der kommt jetzt. Muss ich in den Raum da hinten rein? Was ist denn das überhaupt für ein Teil, was ich da einsammeln kann? Das sieht mir nach so einem hier aus, wie hier steht. Ah, da kriege ich natürlich die Tür auf der Seite da drüben auf, wenn ich das hole. Ja, wie soll ich das denn da rüber schaffen und dann wieder hier in den Raum? Als ob. Gibt es in dem Raum überhaupt eine Möglichkeit zum Verstecken? Nicht wirklich, gell? Kommt es auch, wenn ich mich da reinschleiche? Mal hinhören. Nee. Scheiße. Leise, leise, leise. Das ist noch da oben. Jetzt können wir hier aufmachen. Okay, das war richtig. Ist das Vieh? Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich habe schon meinen kleinen Finger auf der Escape-Taste, damit ich Stopp drücken kann, wenn das Vieh plötzlich über mir steht. Vor allem manchmal gibt's einen Moment. Ich dachte, das steht da hinten. Als ob ich hier ein Medikit finde. Ah, nein. Jetzt können wir den scheiß Strom einschalten. Und da müssen wir in die Lüftung rein. Luftreinigung aktiv. Was? Schachtzugang.
Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Vielen Dank, Ripley. Beeilen Sie sich. Verdammt! Ich dachte gerade eben, bei mir ist die Tür reingekommen. Habe ich jetzt einen neuen Auftrag? Ja. Ja, ich habe doch jetzt gar kein Medikit gefunden. Durchsuchen Sie Lingards Büro nach Informationen. Oh, jetzt muss ich garantiert in diesen Lüftungsschacht rein. Oh, warte, hier haben wir noch eine Kiste. Was können wir denn da noch machen? Nichts Besonderes. Ich will eine Rohrbombe bauen, Alter. Ich knall das Mistvieh aus dem Raumschiff raus. Ist mir scheißegal. Was hab ich denn jetzt? Ist mir scheißegal. Gary Wolfer bringt nichts gegen das Alien. Dann kann ich nochmal nachladen. Ihr habt mir das noch in die Kommentare geschrieben. Ich muss doch irgendwas gedrückt halten. Ah, R gedrückt halten zum Nachladen. Ey, für was brauche ich eigentlich den Revolver? Gegen die Androiden hilft mir das nicht und gegen das Alien wahrscheinlich noch weniger. Leute, ich glaube, ich mache an der Stelle langsam Schluss für den Part. Wenn ihr wissen wollt, wie es im Lüftungsschacht... Oh, Entschuldigung fürs Schreien. Wenn ihr wissen wollt, wie es im Lüftungsschacht weitergeht, hoffe ich, dass ihr morgen zum nächsten Teil einschaltet. Leute, ich hoffe, ihr schaltet zum nächsten Teil morgen ein. Und wenn euch das Video gefallen hat, bewertet mein Video mit einem Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Ich probiere jetzt noch abzuspeichern irgendwie. Bitte komm nicht rein. Haltet die Ohren steif und bis morgen. Ich sag schon mal ciao.